Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir warten nur noch darauf, bis die letzten Formalitäten erfolgt sind, damit alles seine Richtigkeit hat. Es ist soweit. Österreich gegen Slowenien. Mein Name ist Marco Hagemann und zusammen mit dem Top-Experten Hansi Küpper werde ich Sie heute durch das Spiel begleiten. Ich danke dir und ich kann dir versprechen, bei mir steigt die Vorfreude auf diese Partie von Sekunde zu Sekunde. Die Spieler stehen stolz und aufrecht da, während die Hymne erklingt. Zum ersten Mal gefährlich geworden. Chance Nummer 1 in dieser Partie. Wir hoffen, dass einige folgen werden. Raus auf die linke Bahn. Es hätte sicherlich bessere Wege gegeben, das Spiel aufzubauen. Nachher ist man aber natürlich immer schlauer, vor allem mit der guten Übersicht von hier oben. Baumgartlinger. Na gut, der Ballbesitz ist enorm, aber Torgefahr sieht anders aus. Sie nutzen den Raum auf dem Flügel. David Alaba mit der Hereingabe. Gefahr vorerst gebannt. Baumgartlinger. Ist körperlich einfach unterlegen. Raus auf den Flügel. Er hat den Ball kontrolliert. Und er spielt den Ball. Kopfball. Starke Parade. Spielt den Ball nach rechts. Guckt euch das an, was der mit dem Ball macht. Lang und hoch auf die Flanke. Dafür bekommt er den Einwurf. Erfahrung zahlt sich halt aus.
Campbell. Weiterhin 0:0. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuschauer, aber so ein Törchen wäre schon ganz schick. Ah, der war schon draußen. Der ist schön durchgekommen. Jose Bilicic. Gute Möglichkeit zu flanken. Und der Keeper sagt Danke. Sabitzer. Und nun ab in die Kabinen. Keine Tore bis hierhin. 0:0. Warten wir ab, was uns in den zweiten 45 Minuten erwartet. Der Ball, der rollt wieder. Also die Leistung stimmte auf beiden Seiten im ersten Durchgang, auch wenn beide nicht getroffen haben. Die Schlüsselfrage im zweiten Durchgang: Wer hält die Konzentration länger aufrecht? Birsa. Und über die Seite. Er findet Josip Iličić. Arnautović. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Burgstaller beim Zusammenspiel. Den hat er. Und die Flanke von Sabitzer. Abgefangen. Gut gemacht. Kurtic hat den Ball und versucht, das Spiel schnell zu machen. Physisch enorm präsent. Streik in der Torfabrik. Und so sieht das aus auf beiden Seiten. Campbell gewinnt den Ball für sein Team zurück. Kurtic. Ab auf die Flanke. Spiel läuft über die Außen. Er hat aber weiße Auge. Burgstaller. Sabitzer. Bisher kein so großes Spektakel, wie ich finde. Chancen sind hier Mangelware. Immer noch 0:0 und ich wage mal die Behauptung, wenn die nicht einen richtigen Zahn zulegen in der Offensive, dann steht es beim Abpfiff auch 0:0. Josip Iličić. Österreich nimmt noch keine Änderungen am Personal vor. Rüber nach rechts. Sucht seinen Mitspieler. Österreich bekommt tatsächlich die Ecke. Slowenien bringt Frische rein. Und jetzt bekommt er die verdiente Ruhepause. Der geht ja buchstäblich auf der letzten Felge. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Jasmin Kurtic. Er probiert es. Er steht in der Luft. Dragovic haut den Ball erstmal weg. Es steht unentschieden und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf den Ball nicht immer so leicht herschenken. Baumgartlinger. Krödel. Sie hören es, der Schiedsrichter pfeift ab. Es war eine enttäuschende Partie und die endet fast folgerichtig ohne Tore. Aus, vorbei, die Partie ist zu Ende. Was hältst du denn von dieser Begegnung?